Das ist alles Mist. Sportübungen sind viel besser als Kochen. Ach Gott, jetzt geht das auf. Und das. Und dann den Kürbis. Und die Leute. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hellboy Arm Wrestling Entertainment. Und heute geht es nicht um meinen unglaublich tollen WM-Titel und den Sport, sondern ums Kochen. Denn wie ihr sehen könnt, sind wir nicht in irgendeinem Gym oder auch einem internationalen Turnier, sondern in Hellboys Halloween Kochstudio. Und wir zeigen euch heute, was ihr mit den ganzen Resten vom Kürbisschnipsen machen könnt, nämlich eine richtig tolle, kraftvolle Kürbissuppe mit einer richtigen Prise Schärfe. Halloween erfreut sich nämlich auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit und das war eine wunderbare Einleitung für jede Nachmittagssendung im dritten Programm. Aber es ist wirklich so und das heißt ja auch gerade in den heutigen Zeiten nicht verschwenden, wiederverwenden und deswegen brauchen wir ja auch ein Afterlife für die Reste vom Kürbisschnitzen und deswegen machen wir heute eine tolle Kürbissuppe. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen natürlich einen Hokkaido-Kürbis oder zwei, je nachdem, ob ihr für eine Person oder für eine ganze Fußballmannschaft kocht. Wir brauchen Zwiebeln. Wir brauchen Möhrchen, wir brauchen Gemüsebrühe, denn natürlich diverse Gewürze, die ich hier schon präsentiere, und Sahne. Und natürlich am Ende für die Garnitur Petersilie, ein bisschen Balsamico. Und natürlich, was macht unsere Kürbissuppe besonders scharf und attraktiv? Wir nehmen hier Beef Jerky und zwar den Steak Snack von der Firma Peck Brothers. Das Ganze gibt noch eine Chili-Note und dann habt ihr noch die gewisse Prise Cayenne-Schärfe mit drin und könnt euch auf eine richtig geile Kürbissuppe freuen. Und jetzt messern wir endlich, denn zunächst schneiden wir vom gewaschenen Kürbis die Enden ab. Ihr seht, ich habe das nicht schon mal probiert. Es gibt auch keine Outtakes. Aber jetzt wird es doch etwas leichter. Na komm schon. Ich brauche ja meinen Finger noch. So, Ende 1. Und Ende 2. Na, komm schon. So, die Enden ab. Dann nehmen wir uns ein kleines Brettchen und halbieren den Kürbis. Das ging gut. Fast gut. Und dann haben wir nicht nur, wir brauchen nämlich die äußeren Parts des Kürbis und das Innere löffeln wir erstmal raus. Kürbis ist halbiert und die Enden ab und jetzt löffeln wir noch das Innerste nach außen, denn das ist Abfall und wir benötigen die Kerne und das ganze innere faserige Fleisch nicht mehr. Geht auch ruckzuck und das Ganze muss dann fertig so aussehen. Dann den halbierten Kürbis in Streifen schneiden und im Anschluss in kleine Würfelchen. So, das geht schon besser als vorher. Dann einfach in, müssen gar nicht so klein sein, einfach nur ein bisschen handlicher. Ja. Und dann kommt alles in die Schüssel und das muss dann so aussehen. Tu mal lieber die Möhrchen, denn die schälen wir jetzt zunächst erstmal. Ich kann doch das super, oder? Jetzt geht's mit den Karotten weiter, denn die werden jetzt in kleine Würfel bzw. Scheiben geschnitten. Und ich möchte nochmal fürs Protokoll angeben, ich habe alle Karotten allein geschält. Alle. Muss auch nicht zu fein sein, aber die gesellen sich dann zu unseren Kürbiswürfeln oder Dreiecken. Jetzt wird's emotional, denn wir kümmern uns um die Zwiebeln. Also, Enden abschneiden. Zack, zack, zack. Und dann entgraten. Beziehungsweise entschälen. Das geht nicht richtig. Doch, geht.
merkt, wer der Boss ist. Nicht der Koch vor der Kamera, sondern die Köchin hinter der Kamera. So, und dann würfeln wir die Zwiebeln. Wie behendet das geht. Das geht. Und machen ein Chaos. So ungefähr. Herd anmachen. Ein Träumchen. Okay, ja gut, das ist richtig. Und dann etwas Olivenöl in den Topf. So, klapping. Dann geben wir... Dann warten wir, höre ich gerade. Wir warten dann. Schon warm? Nee, ist noch nicht warm. Nicht. Schon warm? Nee, immer noch nicht. Sportübungen sind viel besser als Kochen. Nachdem das Öl etwas erwärmt ist, ein bisschen runterdrehen, damit das Ganze nicht verbrennt, und dann geben wir unsere leckeren Zutaten zu, und zwar die Zwiebeln. Die Zwiebeln. Und das. Und dann den Kürbis und die Leute. Und das Ganze dann. Wow, bei hektischen Rührbewegungen köcheln lassen. Und dann trinken wir ein Bier. Nein! Wir löschen nämlich die ganze Masse dann mit 1 Liter Gemüsebrühe ab. So, jetzt holen wir uns auch das Prädikat Suppe und hauen nochmal ordentlich Sahne rein. Ein Schuss. Oh, Proteine sind wichtig. Und dann kräftig umrühren. Wuhu! Die nächste Fahrt geht rückwärts. Unsere Prä-Suppe hat jetzt erstmal 10 Minuten circa geköchelt. Wir machen eine kleine Pieksprobe. Nehmen ein Stück raus, gucken, ob die Gabel gut reingeht. Das ist der Fall, sofern ich treffe. Ja, schön aufzupieksen. Das bedeutet, wir können erstmal unser Herd ausstellen. Und endlich gibt es auch mal ein paar kleine Kraftübungen, denn wir nehmen den Topf vom Herd und jetzt geht's an mehr Power, denn jetzt pürieren wir die ganze Masse, bis wir eine schöne, sämige Suppe haben. Und wie ihr sehen könnt, sieht das Ganze schon aus wie eine richtige Kürbissuppe und jetzt schauen wir mal, was wir noch für Gewürze benötigen. Also erster Test. Ja, da fehlt noch ein bisschen Power. Also viel von allem fehlt da. Aber es schmeckt schon mal nach Kürbis. Also wir haben das Richtige erwischt. Kürbis und Karotten. Normalerweise hat die Brühe ja selber einen ordentlichen Salzgehalt. Aber ich denke, hier kann noch ein bisschen Power rein. Und deswegen gibt es auch noch ein bisschen Salz. Keine Ahnung, wie viel da rein kann. Aber, und dann noch ein bisschen Ingwer. So. Und dann noch ein bisschen Pfeffer zunächst. Viel Pfeffer. Aber ihr könnt das ja auch frei nach eurem Gusto abschmecken. Beziehungsweise würzen, bis ihr die perfekte Würzdichte habt. Mittig. Ich höre gerade von meiner Assistentin mit dem großen Löffel umrühren, mit dem kleinen probieren. So. Geschmackstest. Hat absolut nichts gebracht, es muss viel mehr rein, aber das Ganze könnt ihr ja auch für euch so machen.
Wir sind kurz vor der Ziellinie, nachdem wir jetzt hier super ordentlich mit Gewürzen abgeschmeckt haben, widmen wir uns jetzt noch der Garnitur und dafür zunächst den Beef Jerky Streifen und zwar hier den Steak Snacks von den Pack Brothers in der Geschmacksrichtung Chili, damit wir auch eine ordentliche kaliente Suppe haben. Wir nehmen einfach die Streifen aus der Packung und schneiden die uns dann in mundgerechte, garnierfertige Häppchen. Ja, und wenn ihr mal Lust habt, dieses Beef Jerky, diese Steak Snacks auszuprobieren, dann geht einfach auf die Webseite der Pack Brothers. Ihr findet auch die Verlinkung unter der Videobeschreibung und mit dem Rabattcode HELLBOY18 bekommt ihr sogar noch stabile 18% Rabatt. Also viel Spaß beim Ausprobieren und Nachkochen. Es ist doch so bitter! Es ist doch so bitter! Und wir machen uns ans Anrichten und Garnieren. Die Suppe zunächst in diese super hässlichen Schüsseln füllen. Die sind nicht hässlich. Die sind wohl hässlich. So, dann nehmen wir unsere kleinen Steak Snacks und hauen sie ein bisschen in die Suppe rein. Ja, die, wenn sie länger werden, könnten sie auch oben schwimmen, aber die sollen ja so ein bisschen Einlage geben. Und dann für ein bisschen bessere Farbe nehmen wir noch etwas, ein paar Chiliflocken und dann kann das Ganze schon serviert werden, beziehungsweise zum Hellboy-Geschmackstest. Ich gebe das nicht aus. Also, freut euch auf den ersten Geschmackstest. Bis gleich. Nach dem Garnieren ist vor dem Probieren, deswegen jetzt der Hellboy-Geschmackstest. Ja, also die Suppe, richtig cool mit dem Chili, bringt eine richtig schöne süße Schärfe rein und das Beef Jerky ist natürlich echt ein Highlight. Man merkt auch ganz schön diese süße Schärfe, also auf jeden Fall, stell mal lieber weg, sonst fliegt dir was durch die Gegend. Daumen hoch, Hellboy approved, richtig lecker, also ich weiß es und ihr wisst jetzt auch, was ihr mit euren Kürbisresten machen könnt. Also habt ein schönes Halloween-Fest, viel Spaß beim Nachkochen und auf jeden Fall bleibt sauber. Euer Hellkoch, boom! Und behalten bitte auch unsere Finger. Das ist scheiße, das rutscht doch total hier. Das ist alles Mist. Ich hasse das jetzt schon wieder. Ich finde es mir scheiße. Ich habe jetzt kein Wort mehr drauf. Das ist alles Mist. Das rutscht doch total. Nee, ich will was nicht rutscht. Ach Gott, jetzt geht alles aus. Herd anmachen. Guck mal, wie das Ding schon aussieht. Neuer Kürbis. Gut, nochmal, aber. Sportübungen sind viel besser als Kochen. So, trifft hier Balsamico rein. Ja, genau so.